wirkt sich geschmacklich Senfmanufaktur, Sonnenbauch, Samstag, 8,9 Uhr, Besuch aus Altstadt. Die Verkostung beginnt. Aber eigentlich, ja, es ist ja auch eine einfache Geschichte. Mit der Mühle. Ja gut, jetzt ist dann so, ich bin also bei AT2 im Mühle. Eins noch, hier steht noch ein Harissa drin, das ist ein Fantasiename. Ich muss filmen, lasst mir noch was übrig, gell? Dass ich nur noch der Blöde bin. Mag ich? So, hier gilt halt ganz einfach jetzt mal zu begreifen, das ist jetzt nicht der Senf zur Wurst, ja, sondern der Senf als Brothauptrich, als Gewürz, in Soßen, zu Fisch, zu Fleisch. Und wie schmeckt? Feige ist ja so das, was schmeckt mit dem Käse. Ein bisschen lauter Schmack. Sehr gut. Wir mal Enkel, der wird immer noch mal noch darf sich vor, gell? Die, die das mögen, sagen sie das jetzt. Das ist ja toll gemacht. Wobei ich da sage, das sind nur die, die es mögen, die gar nicht mögen. Da gibt es ein Mittelding. Ihr kennt das nicht mal Fitzrennen daher. Was ist das denn da? Ich nehme vielleicht Kacken. Das ist ja schlecht. So, bitte schön. Danke schön für die Fütterung. Das ist aber lecker. Hilfe. Okay, das hier wollte ich Ihnen ja mal zeigen. Also, wir werden zum einen sehen, sowohl die Farbe, das ist für den Wochen mal deutlich hoch. Sensationell, oder? Da steht drauf.